möchte die Situation sehr gerne auch nutzen, damit es nicht heißt, man stellt sich nicht auch schwierigen Themen, um auch einige Grundsätze bzw. Informationen rund um die derzeit sehr intensiv in den Medien behandelnde Thematik angeht, beziehungsweise auch hier mitzuteilen. Folgende Grundsätze sind mir wichtig, dass es auch Ihnen allen bekannt und bewusst ist. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man dem SK Rapid mit Sachlichkeit, Besonnenheit und kühlen Kopf führen muss und nicht mit Hysterie und Panik, denn das sind immer die schlechtesten Ratgeber. Ich bin auch der Überzeugung, dass Dialog und Prävention immer besser ist als Repression. Und wenn man sich die derzeitige Debatte in Deutschland ansieht, wo es eine, denke ich, doch auch sehr in der Medienöffentlichkeit umfangreich erörterte Stellungnahme des DFB-Präsidenten gibt, wo er sehr klar formuliert, ja, wir wollen den Dialog, dann ist es auch ein Beleg dafür, dass wir beim SK Rapid auch in der Fanarbeit sehr vieles richtig machen. Wir stehen zur Fankultur, wir haben einen Fansektor, der mitunter so viele Menschen hat wie die ganze Bundesliga im Zuschauerschnitt in allen Stadien. Das heißt, ja, es gibt immer wieder Herausforderungen, aber wir stehen zur Fankultur bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit für Zuseher, Spieler, Ordner und Co. Und, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, haben gemeinsam auch sehr, sehr viel erreicht. Beispielsweise beim letzten Derby hat es unschöne Szenen gegeben, zweifelsohne, haben aber auch von der Polizei, ich nehme an, Sie kennen die Stellungnahme, ganz klar festgehalten bekommen, es gab keine polizeilich relevanten Vorkommnisse. Das heißt, wir feiern viele tolle Fußballfeste, sind auch in vielen Bereichen Vorreiter, haben gemeinsam mit unserer Fanszene beispielsweise eine sehr gute Lösung für die Pyrotechnik gefunden, aber ziehen auch ganz klar Grenzen, wenn es um beispielsweise Themen der Gewalt, des Rassismus, Böllerwerfen, Leuchtstifte und Co. gibt. Nicht umsonst gibt es auch 21 Stadionverbote und wir haben selbstverständlich, ob das war bei der Böllerwerferei oder bei den antisemitischen Äußerungen, sofort und konsequent gehandelt. Zur Causa, die in der Medienöffentlichkeit sehr intensiv diskutiert wird. Ja, es gibt die Implementierung des UEFA-Drei-Stufen-Plans in der Bundesliga und es war mit Sicherheit in der österreichischen Fußball-Community nicht allen in diesem Ausmaß bewusst. Werfereien führen zu einer Gefährdung, sind daher selbstverständlich abzulehnen. Allerdings habe ich bei uns auch nachgefragt, wann es eigentlich die ersten dokumentierten Werfereien gab. Und ich glaube, das war rund um 1928, 1929, als damals Rapid-Fans mit Steinen und Regenschirmen einen Spielabbruch erzeugt haben. Das soll jetzt gar nicht schönreden, aber es ist ein Thema, das den Fußball leider immer wieder begleitet. Und umso wichtiger ist es, dass man das Bewusstsein schärft und ganz klar auch sagt, es führt zu einer Gefährdung und schadet somit dem SK Rapid. Wir haben nun 6 Personen identifiziert, welche sogenannte Leichtbecher geworfen haben und diese erhalten Stadionverbot auf Bewährung. Das bedeutet, auf 2 Jahre, sollte in den nächsten 2 Jahren etwas passieren, erhalten sie ein 2-jähriges Stadionverbot. Was ist nun der Ausblick? Ich denke, mittlerweile ist jedem die Verschärfung des Regelwerks bewusst und auch, was damit ausgelöst werden kann, wenn es solche Werfereien gibt. Und daher gilt, wer wirft, muss auch ganz klar mit einem Stadionverbot rechnen. Wir haben erst gestern mit der aktiven Fanszene, mit den Vertretern, ein sehr gutes, sehr umfangreiches, sehr intensives, langes Gespräch gehabt. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, dass ich Pauschalverurteilungen absolut ablehne. Wir haben großartige Fans, aber, und das will ich nochmal an dieser Stelle sagen, natürlich gibt es Grenzen und Rahmen, in denen man sich bewegen muss, die man gemeinsam immer wieder auch ganz klar artikulieren. Und wir haben im Zuge dieses Gesprächs mit Sicherheit bei allen auch nochmal das Bewusstsein geschärft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese
Thematik so gut als möglich. Man hat nie eine hundertprozentige Garantie, das gibt es nirgendwo auf der Welt, aber so gut als möglich gemeinsam mit unseren Fans lösen. Denn, das ist mir auch wichtig, das eine ist, Probleme zu kultivieren und das andere ist, diese zu lösen. Und wir bemühen uns um entsprechende Lösungen. Mein Appell an alle, jeder trägt Verantwortung, ob das sind die Fans, die Liga, wir als Clubführung oder auch die Medien. Und ich würde schon darum bitten, dass wir gemeinsam wieder die Sachlichkeit in den Mittelpunkt rücken und auch die Verhältnismäßigkeit wahren. Ich möchte nur zitieren vom Senat 1 eine Stellungnahme von Dr. Luczenski, der Folgendes gesagt hat: Ausschlaggebend für diese Strafe war insbesondere die Spielunterbrechung und dass auch nach dieser weitere Gegenstände auf das Spielfeld geworfen wurden. Die medial vielfach angesprochene Sektorsperre wäre angesichts des Sachverhalts, des Strafrahmens und der Spruchpraxis aus Sicht des Senat 1 im konkreten Fall unverhältnismäßig. Daher abschließend, das oberste Ziel von uns ist ganz klar, wieder Ruhe reinzubekommen, die sportlichen Ziele in den Mittelpunkt zu rücken, sich völlig darauf zu konzentrieren und gemeinsam an der erfolgreichen sportlichen Bewältigung der Zielsetzung zu arbeiten und auch gemeinsam, das ist ein Thema, das ich in der Rapid-Community auch sehr, sehr stark spüre, den Rucksack der letzten Saison ablegen und in der Gegenwart und der Zukunft leben, uns darauf völlig fokussieren. Und so sehr ich emotional verstehe, dass die letzte Saison bei vielen gewisse Nachwehen erzeugt, möchte ich schon festhalten, es hat Maßnahmen gegeben, wir werden noch weitere Maßnahmen setzen und wir müssen einen Schlussstrich ziehen, auf die Gegenwart und auf die Zukunft schauen und alles dafür tun, dass der SK Rapid erfolgreich ist.